Schüler Frau, so. Ja, ist der Entgegenkommer ziemlich. Warte mal, klein, Stefan, ja. Wir sind hier gerade auf Sendung und zwar Wasserstandsmeldungen vom großen Belt. Wir haben ja jetzt von Korsör. Genau. Von diesem Gammelhafen in Korsör haben wir jetzt abgelegt um kurz vor 12, glaube ich. Ja. Und sind über die große Beltbrücke, unter der großen Beltbrücke durchgesegelt. Ja. Ja, und befinden uns jetzt sozusagen zwischen zwei Fahrwassern. Und zwar, wir können uns ja mal gucken, wie es hier lang geht. Auf der einen Seite überholt uns gerade ein dicker Tanker, ziemlich lang, aber weit weg. Und auf der anderen Seite auch. Nee, überholen ist gerade. Nicht überholen, sondern entgegenkommend. Ja. Genau. So, und jetzt dein Kommentar bitte dazu. Ja, das ist ja hier eine große Fahrwasserstraße, ein großes Fahrwasser mit etlichen Frachtern. Und ganz offenbar hat der eine den Kurs so weit jetzt hier westlich gesetzt, dass er also dann hier passiert ist. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass die auf der anderen Seite bleiben. Hm. Aber es ist jetzt hier nicht so viel Traffic und es sind ja auch so große Abstände von einem Kilometer oder einem halben, dass da jetzt also auch wirklich keine Gefahr droht. Ja. Können wir nochmal rüberblenden. Der ist schon alles vorbeigezogen. Wir sind gestartet so und hatten gut Wind mit und sind mit 5 oder 6 Knoten gesegelt, teilweise sogar 7, also schneller als wir mit Motor wären. Mhm. Und jetzt ist aber hier weniger Wind. Jetzt fahren wir, jetzt dümpeln wir so vor uns hin. Jetzt müssen wir mal überlegen, halten wir das jetzt noch weiter aus. Ja? Sind ja immerhin noch 22 Meilen bis zum Ziel, also ungefähr 40 Kilometer. Genau, da können wir ja mal drauf schauen. Die Stunden haben wir also noch zu fahren. Denn wir wollen heute wohin? Ballen heißt der Hafen. Genau. Und die Insel heißt Samsö, glaube ich. Das ist so das Ziel. Ja, noch 40 Kilometer ungefähr zu fahren. Und meine Hoffnung wäre, dass also, wenn jetzt hier die Regenwolke über uns hinweg weggezogen ist, dass dann ein bisschen Sonne rauskommt und ein bisschen mehr Wind kommt und wir dann einfach wieder mit Schwung hochfahren können. Genau. Und so schaukeln wir jetzt erstmal ein bisschen so über den großen Belt. Durch die Gegend, genau. Ja, ist doch super. Also wir haben Spaß dabei. Ja, geht so. Mit etwas mehr Wind hätten wir mehr Spaß, aber muss man halt gut zurechtkommen. Genau. Okay, dann bis zur nächsten Wasserstandsmeldung. Ja. Ciao.